Hallöchen, hier ist wieder euer Dragon. Ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. Und wir spielen heute, das ist schon im Hintergrund, Blitzbild. Und davon erstmal nur die Demo, denn das kam heute mit dem aktuellsten Minecraft-Update raus. Zum Update an sich gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, nur ein paar kleine Bugfixes. Im Grundprinzip ist eigentlich nur dieser neue Spielmodus rausgekommen, der man sich eigentlich kaufen müsste. Aber wir probieren einfach mal die Demo aus. Denn ich sage mal, die Demo kannst du bis zu 3 Runden spielen, mit 5 Freunden an deiner Seite kannst du das Ganze ausprobieren. Ist an sich eigentlich Master Builders, wo man jetzt aber ein anderes Prinzip hat, sondern es wird dir jetzt was vorgegeben und das musst du so gut es geht in einer Minute nachbauen. Und wer am besten das am Ende nachgebaut hat, kriegt am meisten Punkte. Das wird irgendwie durch das Spiel bewertet. Weiß auch nicht so ganz, wie das funktioniert. Ich habe ein bisschen bei der Welt auch schon rumgesucht nach den ganzen Command-Blöcken, habe nur einige gefunden. Die gucken wir uns am Ende des Videos an. Kann man ja ein bisschen reinschnuppern. Ich verstehe die Command-Blöcke so gut wie gar nicht. Da sind so viele Texte drin. Naja. So, ich würde sagen, wir legen gleich los. Aber bevor, gucken wir uns noch hier kurz die Lobby ein bisschen an. Denn mir ist das auch gefallen. Und zwar, wenn man spawnt eigentlich in Abenteuermodus. Aber, ich sag ganz einfach mal, wenn man im Creative ist, findet man diesen Raum hier. Ich glaube, das haben sie extra gemacht, falls man sich echt in Creative stellt. Denn hier kommt man eigentlich zurück zur Lobby und wird dann wieder in den Abenteuermodus gesetzt. Alle Blöcke, die man dann im Inventar haben sollte, werden dann natürlich auch gelöscht. So, ich würde sagen, wir legen los. Probieren das Ganze einfach einmal aus. Ich gehe auf die grüne Fläche. Wie gesagt, man muss sich dann einfach nur aufstellen. Dann kommt hier schon der Countdown. Und dann wird man da unten gleich hin teleportiert. Dann kriegt man was vorgesetzt und muss es so gut es geht nachbauen. Ich habe schon ein paar Runden ausprobiert und ich sage nur, mein Gedächtnis müsste ich mal wieder trainieren. So, hier bekommen wir jetzt einfach mal einen Kuchen. Auf den Goldblöcken kann man dann hochjumpen und sich das Ganze ein bisschen genauer ansehen. Und das sollte man dann so gut es geht nachbauen. Man kriegt die Blöcke dann auch gleich zugestellt. Und da sehen wir auch gleich einen Nachteil. Ich glaube, das haben sie extra so gemacht. So, jetzt nehmen wir uns erstmal die ganzen Blöcke. Und zwar müssen wir es jetzt so gut es geht halt nachbauen. Ich probiere es einfach mal nachzubauen. Und zwar, der Nachteil, den ich gerade meinte, ist einfach, wenn ihr euch verbaut, habt ihr euch verbaut. Ihr könnt die Blöcke einfach nicht mehr abbauen. So, jetzt ist hier wieder ein bisschen Köpfchen gefragt. Wie platziert man sich die ganzen Blöcke hier? Man kann sich natürlich auch einbauen hier. Aber das wollen wir natürlich nicht. Unten bei der Levelanzeige siehst du dann auch deine Zeit, wie viel du noch hast. So, jetzt lässt mein Gedächtnis langsam nach. Aber ich glaube, einfach eine Schicht hier weiter nach oben aufsetzen. So, aber ein Kuchen ist auch nicht schwer. Es gibt auch verschiedene Varianten, was man bauen kann. Wie viele es gibt, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Aber es sind schon einige da, dass halt der Spielspaß da bleibt. Irgendwie oben. Wer weiß, wie das war. Ich mache das einfach so. Ja, dann würde ich sagen, bin ich fertig und kann dann hier einfach auf den Knopf draufdrücken und gebe so an sich das Ganze ab. Die anderen müssten dann in der Zeit auch irgendwann mal fertig werden in einer Minute. Wir können natürlich auch früher fertig sein und das Ganze halt schon abgeben. Hier haben wir jetzt, sage ich mal, das, was wir bauen sollten. Dieser Kuchen hier. Upp, ne? Und da ist jetzt meine Version. Ist ja eigentlich schon relativ nah dran. Ah, ein bisschen anders wurde der gebaut. Na egal. Ja, ein Kuchen ist ein Kuchen. Dann kriegt man hier so Punkte. Ich habe jetzt 400 Punkte gekriegt. Hier läuft die Zeit auch wieder ab. Ich finde das relativ cool gemacht. Müssen ja irgendwie Commands sein, die das so runterziehen lassen. Hat man Punkte gekriegt, hier wird dann alles aufgelistet werden. Hier könnte man auch irgendwie, glaube ich, zurück zur Lobby kommen. Wer weiß, wo sie das versteckt haben. Ja, so, jetzt wird natürlich dann hier wieder das nächste gebaut werden. Da auch wieder, sagen wir jetzt ein Zombie. Das ist jetzt so 15 Sekunden Zeit, das Ganze einzuprägen. Und danach muss man es halt wieder bauen. So, ich würde das Ganze halt nicht machen, denn es ändert sich einfach das Prinzip nicht. Und da finde ich eigentlich die Demo auch völlig ausreichend, wenn man so 1, 3, 4 Matches mal ausprobieren möchte. Und danach reicht das Ganze. Wer sich trotzdem die Vollversion holen möchte, muss dann einfach mal mit rechnen, dass man, sag ich mal, stell mich mal kurz zu Creative. So, und das ist an sich ja die Demo. Wir gucken uns gleich noch die Command-Blöcke an. Aber falls du bei diesem Spiel Lust bekommen hast, jetzt die Vollversion dir zu holen, kannst du ganz einfach in den Shop gehen. Musst du in so etwa, ja, sag ich mal ganz einfach mal, ja, so 6 Euro musst du schon zahlen dafür. Aber ich finde so einfach, die Demo reicht völlig aus. Und wenn man so 3 Runden gezockt hat oder, ich weiß nicht, ich glaube bei 3 Runden danach wird es dann alles hier ein bisschen buggy, sollte man dann, ja, Welt löschen, neue raufladen, dann kann man nochmal spielen. Ja, so, kommen wir mal kurz zu den ganzen Command-Blöcken. Die haben sie sich hier unten ein bisschen so versteckt. Jetzt, wo die Command-Blöcke sind hier für jeweils die Gebäude, habe ich nicht gefunden. Also immer, was man da hinbauen muss. Aber jedenfalls hier so etwas. Hier kriegt man, wird ja auch dann eingekleidet, je nach Teamfarbe. Ich war jetzt im Team Grün. Hier sind jetzt die Spender
für Team Gelb. Die Sheets sind alle gleich. Ne, hier ist halt ein Teleportier, irgendwas. Ne, das ist ein Teleport. Ja, wäre ich dann bestimmt, der hier hinkommt. XP 500. Ach, wer weiß, was das Ganze hier ist. Hier auch. Wenn man sich das Ganze mal anguckt, also ich sehe da gar nicht mehr durch hier, was diese ganzen Codes eigentlich bewirken. Naja, da kann man sich ja ein bisschen durchschnökern. So, was gibt es hier noch so? An sich ändern die sich ja, glaube ich, gar nicht. Ne, jetzt sollten eigentlich gleich sein. Ja, hier die Spender, ne, für die ganzen Rüstungen. Und dann gibt es hier eigentlich nicht so viel. Was ist das hier? Irgendwie ein Bedrock-Block. Grundgestein, ja, das ist normal. Hier haben wir noch was. Auch wieder ein Teleport-Ding. Alles bestimmt für die Fläche hier vorne gemacht. Ja, ansonsten war es das Ganze. Wir können ja uns hier auch ein bisschen durchbuddeln. Wir gucken mal hier kurz in den Blau rein, ob hier irgendwo was sein sollte. Ach, hier kommt man auch zurück zur Lobby. Aber wollen wir ja nicht hin. Ja, buddeln wir uns einmal durch. Ja, das ist an sich das Spiel. Ich habe zwar nicht so ganz gefunden, wo halt die ganzen Command-Blöcke sind, auch für die Anzeigetafel. Hier innen drin war das Ganze halt nicht versteckt, was mich doch ein bisschen gewundert hat. Aber naja, trotz alledem ein schönes kleines Minispiel, was man so ein bisschen ausprobieren kann. Wie gesagt, probiert einfach die Demo aus. Die Vollversion sollte man sich nicht unbedingt holen, da wir natürlich hier auch Server haben. Und da gibt es ja natürlich auch Master Builders und noch weitere Spiele. Aber im Endeffekt entscheidest du dir ja selbst. Ja, so, ansonsten gibt es ja eigentlich nicht mehr viel zu erkunden. Hier haben wir noch ein Gemälde. Ach, das sind mehrere kleine. Guck mal einer an, du. Was ist denn das? Eine Karte? Ach, herrje. Haben die das irgendwo hingebaut? Müssen sie ja, ne? Ja, da kann man auch ein bisschen auf Erkundungsflug gehen, wo das Ganze hier ist. Aber das ist ja auch mal interessant, ne? Karten. Oder warte mal, wir holen uns mal eine normale Karte raus. Oder sind die so... Ach nee, guck mal. Sind die jetzt? Nee. Wer weiß, wo die das alles hingebaut haben? Das muss ja ein riesiges Pixel-Art sein. Wenn das Karten sind, müssen sie ja irgendwo hingebaut haben. Boah, das wäre ja mal was, ne? Müsste man noch hier mal auf Erkundungsflug gehen. Aber ich sehe halt, wie gesagt, zu den Seiten nichts. Wer weiß, wohin. Die Welt ist ja, wie gesagt, riesig. Und da können sie ja auch schon weit geflogen sein. Naja, so. Trotz alledem war es das Ganze hier heute mit diesem Video. Erkunde selbst dieses Spiel. Lad vielleicht noch ein paar Leute ein. Und dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Wir sehen zurück in einer anderen Folge, vielleicht in einer Baufolge. Ich habe schon wieder ein bisschen was vorgeplant. Und ja, lass sie überraschen. So, dann war es das Ganze hier. Ich stelle mich safety hier vor. Blitzbild-Demo. Und dann sage ich nur eins, und zwar haut's rein. Und tschüss.